Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Revenge of the Fallen Breakaway. Breakaway ist hier dargestellt in einem goldenen Jet-Modus mit cybertronischen Kampfverzierungen, braunen Details, einem schönen Autobot-Symbol, kleinen blau-silbernen Details, hier eine Waffe, die sich mit der Hand dieses Zahnrads natürlich auch drehen lässt. Einem Düsentriebwerk hinten. Man sieht natürlich hier im Flugzeugmodus die Beine. Die Beine stören mich allerdings irgendwie nicht so sehr. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil die in einem geraden Teil mit im Jet-Modus angebracht sind und natürlich auch so gar nicht stören. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ist perfekt eingelassen. Hat natürlich hier noch ein Triebwerk, ein Landegestell, das kann natürlich noch einklappen. Ansonsten hier noch die Räder. Ja, was ich auch nicht gedacht hätte, er fährt sogar. Finde ich ziemlich gut. Also das heißt, hier ist ein richtiges Rad drin. Was man dieser Figur nicht gefällt, eindeutig nicht, ist, dass man hier vorne seinen Kopf im Cockpit hat. Das hätte man vielleicht dadurch besser lösen können, indem man den Kopf zum Beispiel rumdrehen könnte um 180 Grad und dahinter zum Beispiel die Sitze zu sehen wären. Fände ich persönlich besser. Was ich auch nicht schlecht finde, ist, dass diese Figur einen Charakter darstellt, der auch in dem Spiel zum Film sogar drin vorkam und den man richtig spielen konnte über ein ganzes Level auf einem Flugzeugträger über Meer. Fand ich ziemlich cool. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich diese Figur auch bekommen habe. Diese Figur lässt sich auch relativ leicht verwandeln. Das zeige ich euch jetzt gleich. Dazu kann man einmal die Flügel nach oben klappen. Mit dem ganzen Teil. So, dann löst sie hier oben. Dreht sie einmal komplett nach oben. Anschließend dreht man hier dieses komplette Teil nach oben. So. Wenn man das jetzt quasi so angewinkelt hat, dreht man jetzt einmal erstmal die Flügel komplett nach vorne. So, dass man sie quasi nach vorne komplett einmal rum hat. Dann nimmt man die Hände oder wie gesagt die Arme, klappt sie so auseinander. So. Anschließend klappt man sie so herunter. Ziemlich simpel eigentlich. So, und wenn man das jetzt so fertig hat und man hat quasi die Figur jetzt quasi so in dem Modus quasi, sieht ein bisschen komisch aus, strange, aber ja, so ist es korrekt, dreht man jetzt einmal dieses Teil komplett nach unten. Wichtig ist hierbei, dass das Triebwerk quasi komplett hier unten einrastet. So. Anschließend klappt man hier die Flügel nach hinten und winkelt sie an. Anschließend dreht man die Flügel nach unten und die Nase wird jetzt einfach nach unten gezogen. So. Anschließend klappt man die Scheibe des Cockpits auf. Was allerdings nicht so einfach ist. Am besten klappt ihr nochmal die Flügel nach vorne. Klappt anschließend so nach vorne. Und das Cockpit winkelt ihr jetzt so nach hinten an. So. Was ich gemacht habe, das zeige ich euch auch nochmal, ist hier unten das Cockpit leicht einkerben. Halbkreisförmig. Das hat einen ganz speziellen Grund, den zeige ich euch gleich. Wenn ihr das nicht macht, guckt er die ganze Zeit so nach oben, der Kopf lässt sich nicht anders bewegen. Durch das Einkerben könnt ihr den Kopf nach vorne winkeln und ihn quasi genauso wie im Spiel quasi nach vorne zeigen lassen. Wie gesagt, so jetzt den Kopf drüber. Und so ist es auch eigentlich korrekt. Da hat Hasbro irgendwie nicht so richtig mitgedacht. So, anschließend nehmt ihr jetzt dieses komplette Rückteil, dreht es nach oben, dann nach unten, die Flügel hier oben separiert ihr und anschließend ist hier unten eine kleine Nase,
Diese Nase wird quasi hier oben mit diesem Haken verbunden. Das heißt, ihr winkelt das einfach an, bis hier unten beides zusammenschnappt. Beim Zurückverwandeln, ganz wichtig, müsst ihr quasi diese kleine Stelle hier unten, diese Nase, einmal nach unten winkeln, dass ihr quasi das Teil wieder lösen könnt. Ansonsten geht die Gefahr, dass ihr diesen Haken abbricht. Anschließend dreht ihr die Füße nach unten. Ebenso. Und das Rückteil winkelt ihr einmal so an. So. Anschließend dreht ihr die Arme so nach unten. Ja, und schon ist diese Figur eigentlich fertig verwandelt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier einen Vogelmodus zu machen. Ihr dreht quasi den Fuß so nach vorne. Winkelt den Fuß nach vorne an. So. Und dann könnt ihr hier oben diese Klappe nach oben winkeln, um quasi hier den Fuß zu stabilisieren und gleichzeitig wie eine Art Triebwerk quasi freizulegen. Ihr seht auch schon hier, dass dieser Fuß speziell gewinkelt ist. Quasi. Das gleiche könnt ihr hier ebenfalls nochmal machen. Ihr winkelt den Fuß einfach im 45 Grad Winkel an. Dreht das Teil nach oben, dreht den Fuß nach unten und schon habt ihr den sogenannten Vogelmodus oder Vogellaufmodus. So, finde ich persönlich jetzt ein bisschen merkwürdig, allerdings ist das so gewollt. Ihr seht es hier. Ihr habt dann halt hinten diese schönen Triebwerke, finde ich halt ziemlich nice. Und dann halt diese vogelartigen Füße. So. Die Figur steht relativ sicher und ansonsten finde ich sie auch sehr schön gemacht. Also mir gefällt sie auf jeden Fall sehr. Was ich natürlich zugeben muss, die Flügel, ja, so rum ist zwar gewollt, es wäre aber schöner gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man die Flügel andersrum winkelt und sie so anbringt. Denn dann sieht man auch das Tarnmuster und klar, die Figur wirkt dadurch größer und bulliger, aber es passt irgendwie besser. Weiß nicht, mir gefällt es mehr. Aber gut, bleiben wir bei der Originalverwandlung. Die Flügel nach unten. So. Die Figur an sich, wie gesagt, ist ziemlich schön. Mir gefällt sie. Ich habe es aber auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, lieber, wenn die Füße im normalen Modus sind. Das heißt, gerade, humanoid. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, die so aufzustellen, wie ihr wollt. Die Füße könnt ihr auch seitlich stellen, was ich auch sehr cool finde. Die hat hier seitliche Gelenke drin, das heißt, ihr könnt sie anwinkeln, wie ihr wollt. Dadurch lassen sich auch die Action-Posen viel besser quasi zeigen. Und was ich an dieser Figur sehr schön finde, ist halt, wie gesagt, die Waffe. Die Waffe ist eine Gatling Gun. Gut, in Schwarz wäre sie schöner gewesen als in Himmelblau. Ihr habt dann halt hier hinten dieses Rad. Wenn ihr das dann dreht, dreht sich die Waffe an sich auch. Wie ihr seht. Die Hand lässt sich nach unten winkeln, um quasi hier das Feeling zu haben, dass sie quasi wegen der Hitze die Hand nach unten winkelt. Und dann könnt ihr sie quasi drehen. Ja, das ist bei beiden Händen möglich, hier die Hand nach unten zu bewegen. Was ich auch sehr schön finde, ist dieses Mechtech, oder na, Mechtech ist es eigentlich nicht. Mechalife nannte sich das früher. Das ist halt sehr schön. Ihr habt dann hier quasi, wenn ihr den Arm dreht, seht ihr, das Gelenk dreht sich komplett mit. Hier oben im Arm. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Aber das war halt dieses sogenannte Mechalife Features. Gleich hier in dem anderen Arm. Sollte quasi realisieren, wie schön die organischen Teile ineinander greifen. Ja, das war's dann auch eigentlich schon. Ihr könnt die Figur einmal hier unten, wie gesagt, von den Beinen her positionieren, wie ihr wollt. Sie hat ein sehr schönes Kniegelenk, was mir auch sehr gefällt. Es wirkt dann irgendwie, als wenn sie fliegt. Was ich halt auch ziemlich cool finde, weil er hat ja auch diesen Flugmodus halt hinten durch das Jetpack. Er kann auch kurzzeitig fliegen im Robotermodus, das konnte er jedenfalls in dem Spiel.
Was ich auch cool finde, ist, dass an dem Kopf hier quasi direkt daneben das Autobot-Symbol wie eine Art Orden anprangert. Nicht unbedingt in der Mitte oder hier oben oder wie auch immer, nein, sondern hier an der Seite. Das finde ich persönlich sehr schön. Man sieht natürlich auch hinten, wie gesagt, die Details vom Flieger her. Finde ich eigentlich ganz schick. Das Höhenruder ist im Silber gehalten. Kleinere Details, wie man hier sieht, sind auch vorhanden. Die Figur an sich ist unter den Flügeln kein bisschen mit Details ausgestellt. Finde ich sehr schade, aber trotzdem nicht schlecht. Die Finger sind auch eigentlich nicht schlecht gemacht. Vier Finger hat die Figur allgemein. Trotzdem sehr gut ausgestattet und auch dargestellt. In den Beinen hier sieht man so ein bisschen Pneumatik, Schläuche. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Der Torso ist simpel gehalten, in einem Blau mit Grün und Gold. Trotzdem auch sehr schön gestaltet. Ja, wie gesagt, das ist Breakaway, wie ich ihn euch mal gerne zeigen wollte. Und ja, dann wollte ich eigentlich euch noch ganz kurz einen Einblick auf die Verpackung werfen. Wir sehen hier unten den Düsenjet-Modus und hier sieht man dann auch, die drehbare Kanone wird hier beschrieben, das ist hier oben. Das Mech-Alive-Feature wird hier nicht beschrieben, es steht nur als Logo drauf, das sind halt die Arme damit gemeint. Ja, und oben natürlich noch ein ganz normaler Text. Breakaway fliegt über Kämpfe hinweg und trifft seine Ziele mit scheinbar unmöglicher Geschwindigkeit. Ja, und ansonsten oben das Autobot-Symbol, der Name Breakaway und hier oben die Rune, das, ja, die allzeitbedrohliche Schrift halt. Sehr schön gemacht. Ich finde die Figur, wie gesagt, nicht schlecht. Im Fahrzeugmodus gebe ich der Figur volle 10 Punkte von 10 möglichen Punkten. Im Robotermodus, auch wenn es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist die Figur sehr schön gehalten. Mir gefällt sie sehr. Hier gebe ich der Figur auch volle 10 Punkte, auch wenn sie von der Beweglichkeit ein bisschen eingeschränkt ist. Trotzdem sehr schön gestaltet. Die Waffe, die an dem Arm direkt dran ist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Trotzdem muss ich ganz ehrlich gestehen, ist diese Waffe doch sehr schön angebracht. Was schön gewesen wäre, wenn die Waffe einfahrbar gewesen wäre, aber dann hätte das wahrscheinlich mit dem Drehrad Probleme gegeben. Trotzdem sehr schön, muss nicht unbedingt gleich in die Hand gegeben werden, gibt der Figur einige, ja, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr kriegerhafte Züge. Wie gesagt, sehr schön gestaltet. Auch die Farbe gefällt mir sehr in dem Gold. Das Einzige, was mir in dieser Farbe nicht ganz gefällt, ist hier dieses Bläuliche, das Himmelblaue. Das hätte man vielleicht rauslassen können, beziehungsweise ein bisschen dunkler oder vielleicht sogar in Silber gestalten können. Ansonsten, wie gesagt, sehr schöne Figur. Alles in allem würde ich der Figur trotzdem 10 von 10 Punkten overall geben. Das war ein kleiner Einblick in die Revenge of the Fallen Line und wir sehen uns beim nächsten Toy Review. Kommentare, Kritiken, wie auch immer, gerne unten ins Kommentarfeld. Ansonsten verbleibe ich dabei und wünsche euch was, euer Rex4.